Hallo, seid gegrüßt. Dürfte ich euren Namen erfahren? Was ist denn das für eine Begrüßung? Haben eure Eltern euch keine Manieren beigebracht? Dunkelelf abschaut, ich sollte euch töten, schon weil ihr daran denkt, mit mir zu sprechen. Boah. Ja, der. Ja. Willkommen beim Rassismus. Was ist mit euren Augen geschehen? Hat euch jemand geschlagen? Entschuldigt, dass ich euch gestört habe, lebt wohl. Seid gegrüßt. Dürfte ich euren Namen erfahren? Mein Name ist Ginefee. Ginefee, ihr redet wohl nicht sehr viel, oder? Ginefee? Ein schöner Name für eine schöne Frau, aber was ist mit eurem Auge passiert? Ein typischer Trauername, das überrascht mich nicht. Ihr redet nicht sehr viel, oder? Nein, ich habe nicht oft Gelegenheit, mit jemandem zu reden. Markif hat nicht viel Besuch und ich kann eigentlich nicht weg. Wie seid ihr hierher gekommen? Ich hätte es ahnen müssen. Ich habe Malawod ständig schikaniert, als er klein war. Als ehrwürdige Brüder Pockelin und seine Leutnants sich mit meinem Volk getroffen haben, habe ich Markev ignoriert. Ich habe nicht mit ihm gesprochen, weil er ein Mann war. Stattdessen habe ich mit der Bait Ilmadia gesprochen. Nach langen Diskussionen sah meine Stadt keinen Grund, sich mit Pockelin zu verbünden. Anders als der Rest meines Volkes wollte Malavon sich mit dem ehrwürdigen Bruder zusammenschließen. Ich habe das herausgefunden. Daher hat er mich entführt und zu Markev gebracht, damit er mich in Gewahrsam nimmt. Schließlich haben sie es doch herausgefunden und es plant Pokelin einen Angriff auf meine frühere Heimat. Und ich bin hier bei Markev. Warum geht ihr nicht einfach fort von hier? Mein Bruder Malavon, er hat mich mit einer Reihe Flüche belegt. Wenn ich hier die Grenzen des Palastes übertrete, werden die beiden ersten Flüche bei der natürlichen Abwehr gegen Zauberkräfte zerstören. Der dritte Fluch wird meine Lebenskraft zerstören. Oh, ich gehe jetzt wohl besser. Was ist nun wirklich mit eurem Auge? Hallo, wollt ihr irgendwas? Was ist nun wirklich mit eurem Auge passiert? Bitte tut ihm nichts. Es ist nicht Markev schuld, sondern beide. Ich hätte ihn nicht wütend machen dürfen. Wie habt ihr ihn wütend gemacht? Ich habe mit ihm in Drow gesprochen. Das war falsch von mir. Und das rechtfertigt noch lange nicht, dass Markev euch schlägt. Soll ich mich um ihn kümmern? Nein, bitte nicht. Egal, was er getan hat, ihr müsst mir versprechen, dass ihr ihm nichts tut. Okay, ich verspreche es. Danke, ich weiß, warum ihr hier seid. Es hat mit Pockelin zu tun, oder? Hört zu. Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber ich bin sicher, dass Markev ein besserer Mensch wäre, wenn er nur hier rauskäme. Wenn ihr Pockelins Armee schlagen wollt, braucht ihr von jedem der Leutnants das Abzeichen. Markev hat eins. Durch die Abzeichen wird an der Rückseite des zerfallenen Tempels eine unsichtbare Absperrung geöffnet. Bruder Perdiem und die untoten Gefolgsleute wachen darüber. Vielleicht das. Ganz gleich, was ihr tun müsst, bitte tut Markus nichts. Es ist nicht seine Schuld, dass er böse Dinge tut. Ja, und hier gibt's noch. Ich habe diesen Trank hier gefunden. Leute, die vor ihm trinken, werden von den Zaubern befreit, die auf ihnen lasten. Glaubt ihr, dass ihr damit Malavons Notfallzauber brechen könnt? Das könnte ich, aber ich muss hier bei Markus bleiben. Er braucht mich. Trotzdem danke ich euch, dass ihr mir helfen wollt. Okay, also müssen wir uns erst um Ja, Markev gewiss. kümmern, bevor wir uns Musik kümmern können. Und ja, gut, dass es das mit dem Tempel gesagt wurde. Ihr habt meinen Bruder umgebracht, das werdet ihr büßen. Oh. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Das ist da der andere Leichnam. Sag, was es soll geschehen. Yikes. Ja? Kannst du nicht einfach sterben? Wie kann ich helfen? Vorwärts! Puh. Okay, du trägst einen Riemen und auch wieder Zeugs. Also ja, Langschwert und Langschild. Gürtel des Stromnos. Der Za hebt die Stärke des Benutzers auf 19 an. Der Zauberer Preston von der weiten Küste schuf diesen Gürtel vor mehreren hundert Jahren für seinen Leibwächter Dendis, den Sarkastischen. Er benannte den beiden Gürtel nach einem Hügelriesen, der ihn beinahe getötet hätte, als er nach Zauberkontinenten suchte. Dendis starb, als er
Preston nahe Udolin gegen rivalisierende Magier verteidigte. Also ja, seine Stärke, unsere Stärke ist schon auf 99. Dank. Was eigentlich? Du hast eine Stärke von 99, aber durch was? Ah! Das heißt, eigentlich kann nicht verwendet werden von Bade, Kleriker, fällt schon mal raus, Magier, Schamane, Dieb. Also ja, dir bringt da nichts, weil deine dir würde ja was bringen, aber nein. Dir bringt er mehr. Die Bücher aus diesem Regal reichen von der Schlacht im Alten Kormir bis irgendwas anderes. Okay. Und noch mehr Tränke. Okay, aber keine Truhe hier. Und ja. Machen wir mal die Tür zu. Quick Save. Tasten. Wieder schlägt die Glocke. Also ja, das gibt jetzt unserem Zwerg auf jeden Fall einen ordentlichen Boost. Also, blub. Ja, 14 bis 23 zu 18 bis 27, also 4 Damage mehr gleich mal. Und sehr viel Traglast mehr. Brauchst du mich? Es soll geschehen. Kommt her, wenn ihr euch traut! Ja, hier sind noch sehr viele, die... Oh, komm, ernsthaft. Mögen die Götter mich schützen! Wie lautet deine Aufgabe? Ich werde tun, was ich kann. Ist etwas nicht in Ordnung? Nee. Scharfsinn ist wohl nicht deine Stärke. Verteidigungskoordination. Ja. Mögen die Götter mich schützen! Sofort! Spür mal, ich kann euch gnädig sein! Oh, noch mehr Diebe. Ich schlag dich in Stecker. Ich schlag dich in Stecker. Ich werde dich töten. Und ja, ich muss sagen, das Gebiet hat sehr, sehr nervigen Namen. Dodel Anata. Diese große Glocke scheint erst vor kurzem restauriert worden zu sein. Ich mach's so schmerzlos wie möglich. Spür meine steinerne Klinge! Vorwärts zum Sieg! Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Dieser Thron ist relativ neu und scheint zu groß für ein Zwerg zu sein. Ja, das wird Markevs Thron sein. Ich werde dich töten.
Wieder etwas Geld. Und sonst scheint hier nichts zu sein. Ja, manche Diebe sind... Spür meine steinerne Klinge! Tach. Barkev, seht, was haben wir denn hier? Wem verdanke ich die Ehre dieses Besuches? Ich heiße Brenno hier. Wer seid ihr? Ich bin der oberste Kammerherr Markev. Ich bin unter anderem dafür verantwortlich, dass in Neu-Dorntief alles gut läuft. Ich habe Markev in einem kleinen Palast in Unter-Dorntief getroffen. Er war ein verschlagener Mann, der sich als der neue Herr von Dorntief betrachtete. Selbst wenn ihr dafür ein paar Gnomen in den Boden rammen müsst, was? Oberster Kammerherr Neu-Dorntief, ist das nicht etwas... Das ist doch etwas anmaßend, findet ihr nicht? Ganz und gar nicht. Wir gehen davon aus, dass Neu-Dorntief in den nächsten Jahren Zentrum einer bedeutenden Gemeinschaft sein wird. Eine Gemeinschaft, in der es keinen Platz für Zwerge gibt, versteht sich. Interessant, verrückt, aber interessant. Hagrim, halt dich zurück. Ihr lebt in einer Traumwelt, Markev. Nehmen wir mal das zweite. Wir werden sehen, wer verrückt ist, wenn unsere Truppen durch Eiswindtal ziehen. Das wird ein heiliger Anblick, aber jetzt entschuldige ich mich. Es gibt einen Ort, an dem ich im Moment lieber wäre. Ihr seid wohl schwer vom Begriff, Markev. Ich will euer Abzeichen haben und ihr rührt euch hier erst vom Fleck, wenn ihr es rausgerückt habt. Ihr seht eigentlich nicht so aus, als wärt ihr auf den Kopf gefallen. Ich bin nur ein Dieb und will keinen Streit. Es ist nicht zufällig möglich, dass ihr einfach das Abzeichen nehmt und mich laufen lasst. Doch, ich habe Ginnefe versprochen, euch nichts zu tun. Rückt das Abzeichen raus und ich lasse euch laufen. Ach, was für ein nettes Mädchen sie ist. Nun gut, sagt Pockelin schöne Grüße von mir. Lebt wohl. Oh. Was macht Seth hier? Achso, Seth haben wir gar nicht getötet, hä? Steinhaut. Sag, was du von mir willst. Wie? Wie kann ich helfen? Gewiss. Haben wir Seth jetzt dieses Mal erwischt? Ist das hier Seth? Sieht fast danach aus, als ob das Seth wäre. Dein Befehl in Ordnung. Dieser kleine Vogelkäfig ist aus Eisen und das hier ist Seths Zimmer, so wie es aussieht. Dieser Tisch ist wie sorgfältig angeordnet mit dem Liebeswerkzeug bedeckt. Feilen, Hammer, kleinen Klingen und verschiedenen Drähten sind ihre Größe und Länge nach angeordnet. Naja, mehr steht hier nicht. Also gut, das ist das Abzeichen, Nummer 4. Das haben wir hier alles Schönes. Ach ja, und Stufe erhöhen. Fertigkeitspunkt. Wurfpfeile. Zauber der 6. Stufe. Auflösung ist, glaube ich, ich weiß nicht, Auflösung dürfte, glaube ich, auch das, Notfall, Schutz vor magischen Waffen, Schutz vor magischer Energie, Seelenfresser, Stein zu Fleisch,
Tensors Verwandlung, Todeszauber. Todeszauber ist auch Sichtweite. Vier bis 80 Goblins, 2 bis 40 Echsenmenschen, Ogre getötet werden. Die sind vielmehr in die Ewigkeit eingegangen. Trollsche Regeneration.